Hallo liebe Community und herzlich willkommen in diesem Videotalk. Wir sprechen diesmal über das Zukunftsthema schlechthin, Quantum Computing. Schaffen wir das als Europa, als Österreich da überhaupt noch den Zug zu erwischen? Und da habe ich zwei Leute bei mir, die sich wirklich auskennen damit, nämlich Magdalena Hauser und Wolfgang Lechner, beide Founder und beide CEOs von Parity QC, die ein Betriebssystem für Quantum Computing und eine Architektur für Quantum Computing machen. Und euch geht es wahrscheinlich wie mir, liebe Community, dass ihr vorgebt, ihr hättet Ahnung von Quantum Computing, aber eigentlich keine Ahnung habt. Und deswegen frage ich dich mal, Wolfgang, wozu braucht man das? Also beim Quantencomputer ist es eigentlich so, dass die Pionierleistungen in den 90er Jahren bereits gemacht wurden. Und eine dieser Pionierleistungen ist, dass man gezeigt hat, dass man Faktorisierung von Integers, der sogenannte Shor-Algorithmus, exponentiell schneller ist wie jeder klassische Computer. Und das hat dann dazu geführt, dass man sich gefragt hat, ja, kann man andere Prozesse, also nicht nur das Dividieren von großen Zahlen, auch beschleunigen mit Quantencomputern. Und das ist so im Moment, was sich die Leute jetzt anschauen, nämlich welche nützlichen Probleme kann ich mit Quanteneffekten lösen? Und das, worauf wir uns voll spezialisiert haben, sind Optimierungsprobleme. Also das heißt, sogenannte NP-Hard Problems, also schwere Optimierungsprobleme, die in der Industrie und in der Wissenschaft einfach omnipräsent sind. Wie löst man die schneller auf einem Quantencomputer? Und der wirtschaftliche Nutzen von dem ist natürlich gigantisch, weil man muss sich ja nur vorstellen, wenn jetzt Amazon zum Beispiel den Algorithmus verbessert, mit dem sie die Bücher aus dem Regal herausnimmt, selbst wenn das nur 5% schneller ist, ist das schon ein riesiger Markt. Das heißt, man geht ein bisschen weg von dem Bild, dass man einen exponentiellen Speedup hat, aber für Probleme, die man eigentlich im Alltag nicht so oft hat, sondern eher dahin, dass man schaut, welche Probleme muss man wirklich im Alltag lösen und Probleme, bei denen man auch schon mit einem kleinen Advantage schon einen riesigen Unterschied machen kann. Und wir glauben, dass Optimierungsprobleme genau solche Probleme sind. Und Magdalena, wie kommt ihr dann ins Spiel? Also was ist euer Pitch? Also derzeit wird ja auf der ganzen Welt gerade, findet ein Rennen statt um den besten Quantencomputer, also den besten Chip. Und da ist bis jetzt auch noch nicht einmal klar, auf welcher Plattform der läuft. Und wenn wir von Plattform reden, dann reden wir, ob das atombasierter Quantencomputer ist oder Ionenfalle oder Superconducting Transmons, wie Google es macht. Das heißt, derzeit gibt es ganz viele Hardware-Player auf der ganzen Welt, die schneller sein müssen. Und um uns da zu differenzieren, und das ist auch unser großes Glück, ist, wir sind eine Quantum Architecture Company. Das heißt, wir sitzen genau zwischen dem Interface zwischen Software und Hardware. Und was wir besitzen, ist eine Architektur. Und Architektur ist in der Hinsicht ein Blueprint, wie man einen Quantencomputer baut. Und zwar speziell, um Optimierungsprobleme lösen zu können. Und weil das ein sehr kompliziertes Unterfangen ist und unsere Kunden, die das auch bauen müssen, wir wollen ihnen das Leben so einfach wie möglich machen, haben wir jetzt ein Betriebssystem draufgebaut. Also unsere Architektur hat jetzt, ohne die Technologie genau beschreiben zu müssen, einfach wahnsinnig viele Vorteile, um es sehr einfach zu machen, einen Chip zu bauen. Und um auch die ganze algorithmischen Vorteile da nutzen zu können, haben wir das Ganze in ein Betriebssystem reingepackt, was es einfach macht, links Optimierungsprobleme reinzuwerfen und rechts auf dem Quantencomputer-Chip laufen zu lassen, ohne sich um das Ganze zwischendrin kümmern zu müssen. Das heißt, unsere Kunden bekommen nicht nur die Architektur, sondern das ganze Paket dazu. Das ist das Ziel. Kann ich mir das jetzt, also Betriebssystem ist für mich ein Windows, ein Linux, ein macOS, ein Android, ein iOS. Kann ich mir das so vorstellen? Ist das so ein, also kann ich dann den Quantencomputer mit der Maus steuern? Also Wolfgang, willst du es beantworten oder soll ich das machen? Es ist nicht ein Betriebssystem im klassischen Sinne. Okay. Weil es geht nicht darum, dass du eine Maus am Quantencomputer steuerst, damit wird ein klassischer Computer keine Probleme haben und da braucht es auch keinen Speedup. Sondern im Betriebssystem geht es wirklich darum, wie du Optimierungsproblem umwandelst, damit es ein Quantencomputer lösen kann. Mhm. Und wie auch du den Quantencomputer ansteuern kannst. Also die Tastatur und die Maus, die lassen wir im klassischen Bereich. Das hat nichts vom Quantencomputer zu suchen. Das heißt, vielleicht eine interessante Analogie. Was wir eigentlich als erstes gemacht haben, ist ein Compiler.
Weil ein Compiler ist irgendwie das Herzstück von einem Betriebssystem, weil das erlaubt es einem immer zu höheren Sprachen zu gehen. Und eine interessante Analogie finde ich hier ist irgendwie Microsoft, weil das Erste, was der Bill Gates in der Garage gemacht hat, war ja auch eigentlich ein Compiler. Und erst später haben sie darauf dann das Betriebssystem aufgebaut. Und ich glaube, so ähnlich wird das dann bei uns auch hoffentlich ausschauen. Das heißt, was muss es jetzt wirklich können, dieses Betriebssystem? Es muss eigentlich unsere Probleme so übersetzen, dass der Quantencomputer sie versteht. Sehe ich das richtig? Genau. Also wir haben das Herzstück ist tatsächlich ein Compiler. Genau wie die Magdalena gesagt hat, links ein Optimierungsproblem rein und rechts kommt Maschinencode raus. Also das heißt wirklich Instruktionen, die dann der Quantencomputer ausführen muss. Wer ist jetzt die Zielgruppe für sowas? Also wer braucht das? Wolfgang, du hast irgendwie vorhin irgendwie Amazon erwähnt, ist Logistik ein Thema? Welche Bereiche gibt es da sonst noch? Genau, also wir haben uns auch beim Businessmodell einen zweiten Layer überlegt. Man würde natürlich jetzt sagen, ja, es gibt die End-User. Das ist mal ein großer Teil des Marktes. Das heißt, das sind genau Amazon, also VW, BMW, einfach größere Firmen, die für die Quantencomputer relevant sind. Und hier ist eigentlich jetzt lächerlich, eine Liste zu machen, weil das jede Firma betrifft. Und der Markt im Moment schaut aber anders aus. Im Moment ist es so, dass sehr viel Geld in die Entwicklung von Quantencomputern gesteckt wird und noch nicht klar ist, wie der Quantencomputer im Endeffekt ausschaut. Das heißt, unser Ziel im Moment ist es weniger, End-User oder einen App-Store zu machen oder eine Maus, die man dann bewegen kann, sondern wir wollen unsere Architektur als Standard für Optimierungsprobleme am Quantencomputer etablieren. Das heißt, wir gehen im Moment hauptsächlich Hardwarehersteller an und versuchen die zu überzeugen, dass unsere Architektur die effizienteste ist und ihnen zu zeigen, welche Vorteile sie dadurch hat. Und dann im nächsten Schritt die Benutzer angehen. Magdalena, ist das noch alles Zukunftsmusik oder gibt es jetzt echt schon reale Kunden, die ihr habt? Also es klingt ja alles immer sehr theoretisch, wenn wir das erzählen, bis wir dann erklären, dass wir tatsächlich schon zahlende Kunden haben. Es gibt, wir sind auch relativ stolz drauf. Wenn man uns fragt, dann ist es schon so, dass wir tatsächlich wahrscheinlich das weltweit erste verkaufte Betriebssystem für den Quantencomputer weltweit sind. Und auf das sind wir schon ein bisschen stolz. Wir laufen auch mittlerweile auf drei verschiedenen Kontinenten. Wir sind also große und zwar weltweit führende Hersteller in ihrem Plattformbereich laufen dann mit unserer Architektur und unserem Betriebssystem. Und das ist schon ganz cool, dass das aus Österreich heraus so funktioniert hat, dass wir jetzt doch auch weltweit da Kunden haben. Jetzt muss man sagen, dass sie in Amerika und Japan schon etwas weiter sind wie wir in Europa, aber wir hoffen, dass Europa da schnell aufschließt. Das heißt, aus Tirol aus erschließt hier eigentlich die Welt. Ich meine, du redest davon drei Kontinente, Amerika, Japan. Wo seid ihr jetzt eigentlich schon übertreten? Oder wo streckt ihr die Fühler auch aus? Es ist Amerika, Japan und Europa. Zum Glück auch mittlerweile. Und für uns, wenn wir als Standard auf der Welt verbreitet werden wollen, dann müssen wir auch international denken und auch relativ groß denken. Und es freut uns auch, dass wir da so eng an die Uni angesiedelt sind, weil die Uni weltweit führend ist in Österreich auf dem Gebiet. Und da wahnsinnig viel Talent rauskommt, weil das, was schon man auch noch sagen muss, ist, dass das Ganze relativ research-lastig ist, dieser Bereich. Und du brauchst die besten Leute auf der ganzen Welt. Und auch unser Team ist sehr international aufgestellt. Wir sind zwischen Amerika und Iranern und Italienern, Niederländern und so weiter, die bei uns arbeiten. Die bringen natürlich auch ganz anderes Mindset mit, weil sie halt alle international denken. Und wie groß ist das Team inzwischen? Wir sind von Wolfgang und mir, also zu zweit, am Anfang des Jahres auf 10 Leute angewachsen. Und wir stellen gerade wieder 6 ein. Und
Wir müssen schnell wachsen. Welche Skills muss man da mitbringen, wenn man bei euch mitarbeiten möchte? Muss erstens einmal exzellent sein auf seinem Gebiet. Was schon sehr einschränkt, oder? Ja, es gibt, wir haben bis jetzt nur exzellente Leute gefunden, muss man tatsächlich sagen. Also es kommt darauf an, in der Quantum Software Engineer Szene, da brauchst du halt einen starken Background in Physik und musst halt extrem gut programmieren können. Und jetzt stellen wir auch also verstärkt auf der Business Development Seite ein. Und da brauchst du einfach das Mindset, dass du in das Quantum Ecosystem einarbeiten kannst und das auch mitgestanden willst, weil es ist schon eine Pionierarbeit. Es gibt jetzt keine Blueprints, auf die man zurückgreifen kann. Was es natürlich auch erst recht reizvoll macht, oder wenn man bei euch einsteigt. Ja, also langweilig wird es uns nicht. Du hast jetzt erwähnt, dass die so aus verschiedenen Teilen der Welt kommen. Wie läuft da das Onboarding in Zeiten wie diesen? Also ziehen die zu euch nach Tirol oder arbeiten die remote? Die, also im Moment, dank Lockdown und so weiter und so fort, arbeitet jeder daheim. Aber grundsätzlich müssen die alle nach Innsbruck ziehen. Wobei müssen ist relativ. Jetzt mal, wenn wir das vorschlagen im Bewerbungsgespräch, freut sich jeder drauf, dass er nach Innsbruck ziehen kann. Wenn jetzt die Rot-Weiß-Rot-Karte noch ein bisschen schneller gehen würde, müsste ich kurz einen Seitenhieb auf die Regierung schicken. Dann wäre das, also das ist überhaupt kein Problem. Die kommen da sehr gern her und es ist auch wichtig, dass die sich im Team eng austauschen. Das heißt, Skifahren zu können ist auch ein Plus. Ja, wenn der Lift offen ist, schon, ja. Okay, stehe. Du hast es jetzt auch so ein bisschen angedeutet, auch so die Forderung an die Politik. Wir hatten vor über einem Jahr, vor anderthalb Jahren hatten wir die Cover Story mit Anders Inzet, Quantum Computing als Chance für Europa. Wie seht ihr das, wie weit ist Europa und hat Europa noch Chancen, in diesem Spiel überhaupt mitzuspielen? Also das Traurige, oder ich weiß nicht, wie man es ausdrücken soll, ist ja, dass die gesamte Pionierarbeit für den Quantencomputer aus Europa kommt. Also Innsbruck ist zum Beispiel eine weltweit bekannte Universität. Hier wurde das erste Synod-Gatter erfunden, gebaut, hier wurde Measurement-Based Quantum Computing erfunden. Hier ist extrem viel Pionierarbeit geleistet worden. Und jetzt, wo es um die Kommerzialisierung geht, und das ist, glaube ich, symptomatisch für sehr viele Bereiche, ist Amerika und China halt irgendwie so dieses große Damoklesschwert, das über allem hängt. Also man weiß nicht, wie weit man in China ist. Und in Amerika hat man einfach enorme Ressourcen, die man sehr schnell bündeln kann. Und wir haben das selbst bemerkt. Also man muss sich vorstellen, wir kommen aus Innsbruck und unsere ersten Kunden kommen von Asien und USA. Und das finde ich schon etwas, worüber man auch da nachdenken muss, wie das sein kann. Und was jetzt in Europa passiert und natürlich zu spät passiert und zu klein passiert und so weiter, ist, dass viele Initiativen gestartet werden. Die Hoffnung ist, dass die dann auch schlagkräftig und schnell genug sind. Es ist irgendwie halt bei uns immer noch diese Mentalität, dass man einfach Angst hat, da irgendwas falsch zu machen und vielleicht, wenn man jetzt auf ein Pferd setzt, dass man dann nicht aufs richtige Pferd gesetzt hat und so weiter. Und das ist so ein bisschen eine Kombination, finde ich, aus Mindset. Wir sind halt scheinbar sicherheitsbedürftige Europäer und andererseits einfach freiem Kapital, das herum ist. Und wir sehen Tendenzen in Europa, dass sich das ein bisschen ändert. Vielleicht nicht so sehr der Mindset, aber zumindest die Kapitallage. Und wir wollen hier einfach auch mit der Fahne voranschreiten. Also wir sehen uns als europäisches Vorzeigeprojekt, das weltweit Furore machen wird. Davon sind wir einfach überzeugt. Und wir wollen das auch als tatsächlich als Zeichen sehen
für ein gelungenes Spin-out. Die Forschung ist fundiert aus der Universität mit Patenten. Daraus wurde ein Spin-out gemacht und es ist ein rein europäisches Betriebssystem plus Architektur. Und ich glaube, oder wir hoffen, dass das eben nicht nur Österreich betrifft, sondern dass das für ganz Europa eigentlich ein Vorzeigeprojekt wird. Du hast die Kapitallage genannt. Wie sieht das bei euch eigentlich aus? Seid ihr auf Investorensuche? Nein. Gar nicht. Das heißt, wenn ein Investor gerade jetzt neugierig geworden wäre, könnte er gar nicht einsteigen. Er kann sich gerne melden, aber im Moment raise man nicht mehr. Sonst allgemein gesprochen, wie ist euer, wo geht es jetzt eigentlich so abschließend eigentlich, wo geht die Reise hin? Also das ist so, werde ich zu Hause auch einen Quantum Computer irgendwann stehen haben, wenn jetzt irgendwie die BMWs und Amazons dieser Welt bedient sind? Oder ist das wirklich eine reine B2B-Anwendung? Willst du uns quasi auf eine Aussage wie damals IBM zwingen, die gesagt haben, es wird nur 5 Computer weltweit geben? Ich glaube, das wissen wir alle nicht. Also das heißt, es könnte kommen. Na, aber was klar sein wird, auch wenn nur Amazon den Quantencomputer benutzt, dann wird für dich das Buch 20 Cent billiger oder auch nicht, aber zumindest indirekt wirst du ihn verwenden. Und was man auch sagen muss, vielleicht nochmal, um auf uns zurückzukommen, also unser Betriebssystem, das sehen wir auch ganz anders wie ein klassisches Betriebssystem. Unser Betriebssystem ist ein echtes Software-as-a-Service-Produkt. Das heißt, die Art, wie wir Quantencomputer behandeln, ist, dass wir die eigentlich sehen wie CPUs, die irgendwo stehen. Und die gesamte intelligente Software ist eigentlich eine Cloud-Sache. Und das heißt, das ist auch vom Businessmodell eine andere Art, Operating Systems zu machen, weil wir dann nicht pro Schachtel mit CD, die wir verkaufen, Geld machen, sondern das Betriebssystem an sich in der Cloud lebt und dadurch ganz andere Geschäftsmodelle eröffnet. Und das sind Geschäftsmodelle, die wir uns wahrscheinlich heute noch gar nicht vorstellen können, oder? Ja, vorstellen weiß ich nicht. Nein, es ist halt eine andere Art, Dinge zu sehen, ne? Weil ich kann dann zum Beispiel hergehen und, wenn ich jetzt mein Mac anschaue, da zahle ich ja nicht, wenn ich den auslaste oder nicht, sondern den habe ich einfach. Während bei einem Cloud Operating System kann ich das eben schon machen. Insofern kann es schon ein Consumer-Produkt werden, dass jeder sein eigenes Portfolio optimiert zu Hause und so weiter. Also im Endeffekt werden wir Supercomputer ersetzen und so wie das jetzt schon ist, wird es hauptsächlich natürlich große Anwender betreffen, aber dadurch, dass es ein echtes Cloud-System sein wird, also das, glaube ich, alles andere ist ausgeschlossen, als das nicht so ist, wird das auch ein Consumer-Produkt sein können. Ja. Wenn du jetzt so von Cloud und Software as a Service sprichst, gerade im Quantencomputer-Bereich, was immer wieder fällt, ist dieses, okay, Quantencomputer werden das Thema Verschlüsselung total verändern, weil sie halt besser verschlüsseln können und gleichzeitig bestehende Verschlüsselung besser aufbrechen. Wie wird sich das bei euch ändern, durch euch ändern? Ja, das kann sein, dass sich das ändern wird. Ja. Also eine Anwendung tatsächlich von Quantencomputern ist, dass man RSA-Keys hackt. Und ich glaube, wer das kann, der wird auch berühmt werden. Ja. Dann wünsche ich euch das. Es ist nicht umsonst, dass sich viele Regierungen jetzt Sorgen darüber machen, wer denn Kontrolle über einen Quantencomputer hat. Und man muss auch sagen, wie zum Beispiel Deutschland jetzt gerade die Initiative gestartet hat, 2 Milliarden in diesen Bereich zu geben, das zielt schon auch auf das ab, dass man weiß, wenn du nicht einen stetigen Zugang auf eine Key-Technology, die so systemkritisch ist, wie zum Beispiel der Quantencomputer, wenn du das nicht sicherstellen kannst und also abhängig von einem anderen Staat bist, das will tatsächlich wirklich niemand. Und die Gefahr, die sickert jetzt immer weiter bei Governments durch. Also da sehen wir schon viele Initiativen,
die dort abzielen, weil eben, wenn du RSA-Codes knacken kannst, da hättest du lieber Kontrolle über das Gerät, das das kann. Das heißt, wir reden eigentlich auch von Cyberwarfare. Zum gewissen Grad, alles was Sicherheit betrifft, ist es natürlich, du willst die Ressource haben, die das sicherstellen kann, ja. Dann wünsche ich euch viel Erfolg, auch im Sinne unserer nationalen Sicherheit. Das könnten wir uns als Claim draufschreiben. RTQC, im Sinne der nationalen Sicherheit. Richtig. Ich danke euch echt vielmals fürs Gespräch. Ich glaube, also ich habe viel gelernt, die Community hoffentlich auch. Danke fürs Gespräch, liebe Community. Danke fürs Zuhören. Alles Gute und viel Erfolg noch. Ciao. Dankeschön.